Perfekt, das ist ja, ich sage mal, eine neue Kompetenz, die ihr jetzt erwerben dürft, das Blutabnehmen in der alten Ausbildung. War das ja noch nicht, da kann man sich schulen lassen und diese Kompetenz erwerben, wo jetzt die Ausbildung schon ein bisschen her ist. Und dann dürfte man auch natürlich diese Kompetenz übernehmen und Blut abnehmen. Das heißt, das dürft ihr laut Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Es ist unterschiedlich in den Häusern geregelt. Es kann sein, dass es Häuser gibt, die sagen, bei uns nehmen die Pflegeassistenten kein Blut ab, weil das macht jetzt zum Beispiel der Arzt oder das macht eben irgendwer anders. Und es ist bei uns halt so. Und in anderen Häusern kann es ja wohl sein, gell, dass ihr diese Tätigkeit übernehmt. Das heißt, das ist dann abhängig je nach Haus, wo man arbeitet, aber gesetzlich. Ist es erlaubt, nach eurer Ausbildung Blut abzunehmen aus der Vene? Ja, Blutabnahme aus der Vene. Gut, ich habe euch, also ihr habt die Inhalte vom Blut auf der Seite 589 beginnen. Ist recht wenig drinnen in eurem Pflegebuch zur Blutabnahme oder habt ihr da irgendwo noch was gefunden vom Blutröhrchen und so? Ich habe da nämlich nichts gefunden. Habt ihr schon geschaut? Blutabnahme, habt ihr da auf